Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Quarantine mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir gucken uns heute nochmal dieses Strategiespiel rundenbasierterweise an in der Early Access Version. Das ist der Build vom 24. Februar 2017, ist also immer noch in der Entwicklung. Und nochmal der wichtige Hinweis für alle, die das Let's Play jetzt noch nicht seit dem ersten Teil mitverfolgt haben: Das ist also ein sogenanntes Sponsored Let's Play. Ich spiele das hier im Auftrag des Entwicklers und des Publishers. Ja, das ganz wichtig nur vorneweg für euch. Wir machen also nochmal ein neues Spiel, nachdem ich das letzte Mal den Schwierigkeitsgrad bei den Bakterien nicht ganz so hinbekommen habe. Ja, da habe ich das irgendwie aus Versehen auf leicht gespielt und dann war es dann echt tatsächlich ein bisschen leicht. Spielen wir das jetzt einfach nochmal. Diesmal auf schwer. Und wir gucken uns nochmal ein bisschen die Herausforderungen an, die dahinter steckt. Das Szenario habe ich im letzten Part zwar schon mal vorgelesen, aber ich sage noch mal ganz kurz, worum es also hier geht. Es handelt sich bei diesem Spiel um, ja, es ist schon fast wie so eine Art Endzeit-Szenario, in dem man sich hier befindet. Also eine Epidemie, eine Pandemie eigentlich. Also sagen wir, eine Epidemie droht zur Pandemie zu werden und man muss die eindämmen und aufhalten. Und wir haben jetzt also hier den Ausbruch einer schlimmen bakteriellen Infektion. Diese Bakterien verbreiten sich sehr, sehr schnell. Das ist also die Modifikation hier und wir spielen quasi gegen die Zeit und gegen diese Bakterien oder gegen diese Krankheit. Wir gewinnen, wenn wir ein Heilmittel gefunden haben oder wenn wir eben alle Städte komplett geheilt haben. Wie gesagt, erhöhte Ausbreitungsrate auf nicht infizierte Städte. Das macht dieses Szenario zu einem relativ schwierigen Szenario, wie ich finde. Das haben wir im letzten Part auch schon gesehen, dass es auch auf dieser sehr leichten Schwierigkeitsstufe gar nicht mal, also na gut, da war es jetzt relativ gut beherrschbar. Aber gucken wir es uns mal an. Ich erkläre die meisten Sachen nochmal, zumindest die Basics werde ich nochmal erklären. Normale Infektionsrate in infizierten Städten, ne, das ist also die Zahl, wie schnell diese Infektion sich innerhalb der Städte weiter ausbreitet. Und ich bin gespannt, ob die Mutationsrate, also das ist ja für uns relativ wichtig, weil wir versuchen wollen, ein Gegenmittel zu finden. Ich bin gespannt, ob das noch irgendwie weiter implementiert wurde. Wir gucken jetzt nochmal da rein. Ach so, ja, nehmen wir jetzt jemanden hier zuerst. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, den Sanitäter zuerst. Sicherheit ist eigentlich ganz gut. Wissenschaftler sind auch nicht schlecht. Wir nehmen mal Jane Park, die mit der Körperpanzerung bereits daherkommt. Und wir starten. Das letzte Mal sind wir, glaube ich. Ach komm, wir starten mal in Tokio. Es kann also durchaus sein, dass ich hier jetzt wieder eins auf die Mütze bekomme und wir sehen schon direkt. Wir haben hier ein kleines Problem. Chengdu, Pretoria und London. Chengdu hat die Möglichkeit, sich auf fünf weitere Regionen auszubreiten. Du auf drei und du auf drei. Das heißt, es wäre eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier so eine Quarantäneaktion durchführen. Ist für unsere Leute ja relativ. Ja, es ist halt relativ teuer. Da hat sich also schon mal nichts geändert. Wir können versuchen, eine Behandlung durchzuführen. Das verringert die Infektion in dieser Stadt. Wir versuchen es erstmal mit der Behandlung. Piece of cake. Okay, gut, das hat schon mal geklappt. Sie hat 10 Erfahrungspunkte bekommen. Denn wenn man schon in der ersten Runde direkt das Geld auf den Kopf haut, dann hat man nachher tatsächlich echt ein bisschen wenig Geld zur Verfügung. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Wahrscheinlich wird sich jetzt das Virus, Entschuldigung, nicht das Virus. Die Bakterien werden sich wahrscheinlich jetzt sehr schnell ausbreiten, ne? Wir könnten noch nächste Runde einen weiteren Agenten einstellen. Auch das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir beenden jetzt aber erstmal die Runde. So, wir haben ein bisschen Geld. Ja, nach Pretoria, nach Kinshasa und London ist nochmal stärker betroffen jetzt. Ist natürlich nicht so gut, ne? Wir holen uns mal einen Sanitäter. What's the plan? Da ist unsere schöne Kohle jetzt weg. Aber den Sanitäter, den können wir ja mal direkt in London einsetzen. Das hat er auch gut gemacht. Oh, der hat zwei.
Infektionsstufen, um das um 2 Infektionsstufen reduziert, das ist ja nicht schlecht. Dann sollten wir versuchen, in Kapstadt eine Behandlung durchzuführen. Schadenrisiko 87%. Oh, ja, Moment mal. Moment mal. Oder heißt das 13%, dass sie tatsächlich jetzt hier Schaden nimmt? Haha, gute Frage, ne? Finden wir es raus. All too easy. Operation abgeschlossen. Rechtzeitig vor Ort können wir betroffen. Okay, gut, ja. Aha. Oh, shit. Ja, ich soll vielleicht noch eine Technologie erforschen, ne? Könnte man auch mal machen. Ich guck gerade. Basen regenerieren mehr finanzielle Mittel. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber so viel Geld werden wir wahrscheinlich ja erstmal gar nicht brauchen. Mutationshemmstoff. Sollen wir da noch verbesserte Ausbildung? Mehr EP. Heilung stellt 100% wieder her. Krankheit hat minus 1 verbreitet. Ja, komm, wir nehmen das. Ja, ihr seht also, der Gönner, der macht noch viele Fehler. Super, ja. Aber ihr sollt ja auch ein bisschen was lernen in diesem Spiel, ne? Mist. Versuch doch mal eine Behandlung in Kinshasa. No problem. Okay, das ist doch schön, wenn das so geklappt hat. Die sind auch noch alle frisch, das ist eigentlich ziemlich gut, ne? Operation is a success. Sehr schön. Wir können die ja momentan auch recht gut einsetzen. Wir haben noch keine Proben entnommen, ne? Ja, das ist nicht gut. A situation has occurred. Ja, Bürgerkrieg in Brasilia. Diese Stadt ist ein Kriegsgebiet. Es ist schwer zu sagen, wer hier gerade das Sagen hat. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, falls wir uns einmischen. Sicherheitsbereiche etablieren oder wollen wir Schadensbegrenzung betreiben? Wir versuchen mal, Sicherheitsbereiche zu etablieren. Ja, toll. Das hat ja super geklappt. Vorfall nicht gelöst. Und jetzt, ja, ich glaube, jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende, weil Brasilia hat jetzt direkt 3 Punkte. Von der Krankheitsausbreitung und ja, auch in den Nachbarstädten hat sich das ja direkt auch weiter ausgebreitet. Das ist echt nicht gut, ne? Und ich könnte ja jetzt eigentlich schon die nächste Technologiestufe erreicht haben. Auch das sollte man berücksichtigen. Okay. Gibt es denn hier irgendjemanden für 20.000, den wir einstellen können? Nein. Okay. Ja. Hervorragend. Es wird ja immer schlimmer. Super. Wollen wir hier mal eine neue Dienststelle eröffnen? Das hätten wir ja schon letzte Runde dann machen können. Nee, dann holen wir uns lieber... Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das sind ja alles noch relativ niedrige Stufen. Dann holen wir jetzt noch den Seth. Let's get to work. Den wir noch einsetzen können. Ja, zur Behandlung, ne? Operation complete. Schön. All clear. Schön. Job done. Schön. Okay, wow, die haben gar keinen Schaden genommen bisher. Also das ist echt nicht verkehrt, wenn man mit dieser... super. Das ist echt nicht so verkehrt, wenn man mit dieser technischen... wenn man mit diesen Schutzwesten startet, ne? Okay.
Ja, wir sehen ja halt hier schon, Perth ist schon auch sehr akut betroffen, ne? Also die Bakterien haben hier eine sehr, 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 sehr hohe Ausbreitungsmöglichkeit. Wir würden jetzt dann mal, sagen wir mal hier. Achso, ich kann noch keine neue Dienststelle hier gründen, ne? Na komm. Done and done. Schön. Dann versuchen wir hier eine Behandlung durchzuführen. Also, In the das, bag. ja, es ist ein aktueller Bild, aber ich glaube, der neueste Patch ist noch nicht raus dafür. Mit dem Mission complete. nächsten Patch werden auch auf jeden Fall, also diese Early Access Version wird momentan auch gepatcht und damit werden auch neue Features hinzukommen. Krankheit hat minus 1 Verbreitungsaktion pro Runde. Ich glaube, das ist genau das, was wir halt brauchen, ne? Und da bin ich also sehr gespannt drauf. Ja, das kam jetzt hier von Dakar. Und ihr seht also schon, das ist jetzt extrem brenzlig. Ja. Komm, wir gründen mal eine neue Dienststelle in Mexiko. Success. Another success. Denn ich muss auf jeden Fall jetzt so langsam auch mal anfangen, Städte zu quarantänisieren. Done and done. Nicht nur, weil das Spiel so heißt, sondern weil die Quarantäneeinrichtung einfach auch die Verbreitung deutlich eindämmt. Und das kostet aber immer 15.000 Kröten, das ist sehr teuer. Und da müssen wir dann halt also genau aufpassen, dass wir da entsprechende finanzielle Ressourcen haben. Ne? Was wir jetzt eigentlich versuchen, ist ja toll. Direkt mal hier auch wieder angestiegen und wir sehen, also das ist eigentlich schon fast verloren. Mission accomplished. Aber wir können es trotzdem noch versuchen. So, ich würde sagen, wir versuchen nochmal eine Behandlungsaktion hier Done. in Teheran. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo haben die Bakterien nochmal viele Verbreitungsmöglichkeiten in Perth? Ich würde sagen, da versuchen wir jetzt tatsächlich mal zu quarantänisieren. Finished here. Aber jetzt diese zwei Schilde und so, hält das jetzt erstmal eine Zeit lang. Das ist schon fast nicht aufhaltbar, ne? Oh Gott. Ja, Ja, und da ist schon direkt die erste Quarantänestufe wieder weg. Hehehe. Schön. In the bag. Nice. Stopp. Wir stellen mal Madrid unter Quarantäne. No problem. Und in London versuchen wir nochmal eine Behandlung. The job's finished. Ja. Wir dürfen gespannt sein. Boah. Boah. We just received this Ja, report. und wenn wir da jetzt die falsche Entscheidung treffen, dann haben wir verloren. Wenn nämlich jetzt die Bakterien sich direkt nochmal um 2 Stufen ausbreiten, dann sind wir platt. Also, wir machen mal Ausgangssperren gegen den Protest. Klingt irgendwie sinnig. Okay, gut, der Vorfall ist unter Kontrolle. Halleluja. Ja. Das heißt, also dann kommen einmal hier Behandlungen. That was rough. Der hat jetzt Schaden gekriegt, aber eben dadurch, dass wir diese Sicherheitswesten haben, hat er zum Glück nicht so viel Schaden bekommen und das ist doch relativ wichtig, wie ich finde. Also ich finde, das ist gar keine schlechte Eigenschaft, weil wenn man halt immer 5 Schadenspunkte kriegt, dann
verliert man ja auch relativ schnell mal so jemanden. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt hier noch eine Möglichkeit. Glad to be on board. Was zu erreichen, wenn wir jetzt noch einen Wissenschaftler einstellen. Operation complete. Ja. The work is finished. Ja. Und bei die quarantinisierte Stadt, die behandeln wir mal noch nicht, aber Chengdu können wir nochmal behandeln. Mission complete. Okay. Ja, wir haben jetzt hier auch einen anderen Technologiebomb gewählt und ausnahmsweise jetzt mal nicht den. Weil hier muss man ja ganz klar sagen, die hören. Oh, guck mal da. Ingenieure einstellen. 1 von 4. Stelle weitere Ingenieure ein, um die Erforschung zu beschleunigen. Kosten 80.000. Ach du meine Güte. Mhm. 1 von 4. Interessant, okay. Das Menüfeld habe ich noch nicht so beachtet. Also. Ich finde persönlich das Desinfizieren nach wie vor eine der besten Technologien, die man wählen kann oder die man erforschen kann. Hier jetzt, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wir wählen jetzt mal einfach den anderen Technologiebaum. Gucken wir mal, ob uns das noch was bringt. Aber wir riskieren halt immer, also ihr seht ja schon, wie stark sich die Bakterien verbreitet haben und wir riskieren ja einfach jetzt, dass wir halt bei jedem Zwischenevent das Spiel verlieren, ne? Und dadurch, dass es einfach so unglaublich viele Infektionsherde sind, haben wir eigentlich nicht wirklich große Chancen mehr, hier was zu reißen, ne? Also dann gehen wir doch mal hin und quarantänisieren Dakar. Dann machen wir eine Behandlung in Port Moresby. Wird das so ausgesprochen? Schade, die hat auch schon direkt Lebenspunkte verloren. Das ist nicht gut, ne? Dann versuchen wir mal Delhi zu behandeln. Also insofern ist das eigentlich, wenn man die Spezialisierung der Agenten berücksichtigt, dann kann man hier, glaube ich, echt ganz gut was schaffen, ne? Und dann quarantänisieren wir dich nicht, weil wir nicht genug Geld haben. dann behandeln wir Hongkong. The work is finished. Aber ihr seht, wir kämpfen uns nur echt wahnsinnig langsam zurück. Und das ist fast immer so, dass das um 2 oder 3 Punkte zunimmt und wir es dann wieder nächste Runde runterprügeln. Ne? Also das hier könnte ein sehr, sehr langes Spiel werden. Und ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, also ich möchte jetzt nicht hier das Late-Game zeigen, deswegen werden wir, wir werden es eh verlieren, ja, jetzt werden wir noch einmal, na, hat sich nicht weiter ausgebreitet. Oh, ist mein Sohnemann aufgewacht, der schläft gerade nebenan, aber der quäkt so ein bisschen, muss gleich mal nach ihm gucken. Aber erstmal versuchen wir noch Pretoria zu heilen. Oh, wow. Der hat aber Damage gekriegt dafür. Krass. Oh, also jetzt, ich muss mich mal hier unterbrechen. So, ich bin wieder zurück, ja. Okay, also hier sieht man einfach, man kann 3 Einsätze machen, ohne dass die Agenten direkt wegsterben. Das ist eigentlich echt gut. Der einzige Nachteil ist, wir werden es wahrscheinlich trotzdem nicht mehr schaffen, hier den Untergang aufzuhalten. Finished. Schön. Wenn wir jetzt mal Hongkong quarantänisieren. The job's finished. Schön. Und wir machen mal eine Probenoperation in Kinshasa. Gucken wir mal. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen Risiko. Ich glaube auch, so mein Eindruck jetzt bisher von der Early Access Version, es ist eigentlich die größere Herausforderung, wenn man nicht von vornherein die Agenten wählt, die die Strategie der... Ja.
die Strategie der Pandemie am besten countern können. Also ich glaube, schon hier war noch mehr drin. Ja, ich habe die Kontrolle verloren, schade. Ich glaube, hier war auch mehr für uns drin. Da hätte man sicherlich noch mehr machen können, aber ich wollte auch mal schauen, wie da unsere Chancen sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist eigentlich momentan in der Early Access Version eigentlich die größere Herausforderung. Das ist, macht das Spiel auf jeden Fall sehr unterhaltsam, weil natürlich fehlt hier noch so ein bisschen, es fehlt hier, es ist ja ein Spiel, das sich momentan noch weiterentwickelt, es fehlt noch so ein bisschen die strategische Tiefe, aber man sieht ja eigentlich schon mal, was da ist. Jetzt werden wir in die nächste Mission dann reinstarten mit einem anderen Setting und einer anderen Auswahl an Agenten vermutlich. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wie gesagt, lasst mir doch bitte einen Kommentar da, schreibt mir, falls ihr Fragen habt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Oder sollte ich vielleicht sagen, Sanitas Vobiscum, Valete. Ich weiß nicht. In diesem Sinne, tschüss.